Weißt du, warum Christen Ostern feiern? Also eigentlich, ich weiß gar nicht. Okay. Ja. Weil der Osterhase sich versteckt hat. Okay. Mhm. Ja, da ist der Jesus geboren. Nehme ich mal an, oder? Ja. Das ist auch der Endfeier, also der Feiertag, was nach auch die christliche Fastenmonat ist. Mhm. Soweit ich weiß. Also Ostern ist es zum Fastenmonat halt und dann zum Schluss kommt die Osterfeier. Was machen die Christen? Weißt du, was die Bedeutung von Ostern ist? Also ja, das ist also wegen Christus, also von Geburt von Christus, ja, von das Geburt, ja. Liebe Zuschauer, wie kann man das wissen, wenn es einem nicht erklärt wird? Wir versuchen in diesem Video Ostern verständlich zu erklären. Ja, Ostern, so wie leider viele Sachen im Christentum, aber auch im Islam, nicht mehr das sind, was es eigentlich waren, wo der Ursprung verloren gegangen ist, hat eigentlich eine wunderbare Bedeutung. Ostern, die Bedeutung von Ostern, es geht da nicht um irgendwelche Hasen, ne? Das ist eigentlich das gefährlichste Tier dieser Welt, ne? Der Osterhase, der so viele Menschen nämlich von der größten, wunderbarsten Gnadentat Gottes ablenkt. Bei Ostern geht es nämlich darum, dass Gott gezeigt hat, wie er uns gnädig ist, indem er nämlich so ähnlich wie bei dem islamischen Opferfest, ja, bei diesem großen Tag. Bei diesem islamischen Fest wird gefeiert, dass Ibrahim gehorsam war. Er wollte seinen Sohn wirklich opfern. Als Ibrahim deutlich gemacht hat, dass er bereit war, seinen Sohn wirklich zu opfern, sagte Gott: Stopp! Jetzt sehe ich, dass du wirklich meinen Willen tust. Doch ließ Gott Ibrahim nach dem bestandenen Test nicht einfach nach Hause gehen, sondern er hatte in seiner Gnade ein Ersatzopfer für Ibrahims Sohn bereitgestellt. Anstelle von Ibrahims Sohn starb dieser Bock oder Widder. Anstelle des Blutes von Ibrahims Sohn floss das Blut von diesem Widder. Auf diese Weise zeigte Gott schon an, wie er einmal die ganze Welt retten würde. Jesus Christus hat opfern lassen für die Sünden der Welt. Bei diesem islamischen Fest zeigt er nämlich, ne, das Prinzip Gottes, wie Gott uns Gnade zeigen möchte, weil Gott kann Sünde nicht ungesühnt lassen. Also wenn er gnädig sein möchte und dir vergeben will, dann muss irgendjemand diese Schuld bezahlen, weil Schuld ist da. Und da Gott dich liebt, hat er das in Jesus Christus. Denn Gott wurde in Christus Mensch und hat diese Schuld für dich auf sich genommen. Und das ist eigentlich ursprünglich Ostern. Ostern bedeutet, dass Jesus Christus am Kreuze bezahlt hat, um unsere Sünden zu nehmen. Und das, was heute leider ist, ist nicht mehr das Ostern, was wir haben. Das sollte ein Gedenktag sein an Gottes Gnade, an Gottes wunderbare Liebe. Deswegen sollen wir alle wieder dahin zurückkehren, was uns das Wort Gottes lehrt und nicht, was die Menschen uns lehren. Liebe Zuschauer, zu Ostern gedenken wir nicht nur an die Kreuzigung von Jesus, sondern auch an seine Auferstehung. Er hatte mehrmals gesagt, ich werde sterben und in 3 Tagen wieder auferstehen. Und es ist genauso gekommen. Nachdem der Messias gestorben war, hatten sich seine Freunde versteckt und die Tür hinter sich verschlossen. Sie dachten, wenn man so mit unserem Meister umgeht, dann sind wir die Nächsten. Nachdem Jesus auferstanden war, begegnete er ihnen im Haus. Trotz verschlossener Tür trifft er sie mitten im Haus. Und sie dachten sich, was, drehen wir jetzt auch noch durch, dass wir Geister sehen? Und der Messias sagte ihnen, bleibt ruhig, gebt mir etwas zu essen. Sie wussten, dass Geister nicht essen. Und er isst vor ihren Augen. Einer von den Jüngern war sehr skeptisch. Jesus streckte ihnen die Hände aus und sagte, fühl mal. Die Löcher waren noch da. Alles ist genauso passiert, wie der Messias es angekündigt hatte. Damit hatte Gott sozusagen die Unterschrift gegeben, sein Siegel, dass dieses Ganze von ihm gewollt war. Das war sein Plan. Gott hat uns nicht gefragt, ob wir uns das wünschen, dass jemand für uns stirbt. Gott hat den Messias gegeben. Der Messias hat sich selbst gegeben. Die Frage, die sich uns stellt, wollen wir es annehmen oder ablehnen?